Mensch, da habe ich heute sehr viel geschafft. Ich habe ein paar Lavalampen gesetzt und gemerkt, ach ja, da stehen ein paar Säulen falsch. Das habe ich ja nicht mal selber gemerkt. Das habe ich mir anmerken lassen. Sagen, hat auch ein anderer gemerkt, ne? Nichts kann ich richtig. Du kannst stolz auf dich. Aber jetzt warst du es ja auch nicht selber gemerkt. Stimmt. Ich merke sowas nie selbst. Erst in der Folge, ne? Ja. Als die Kommentare unter der Folge losgingen. Ja, das Schlimme ist, das ist so eins der wenigen Dinge, womit man mich wirklich ärgern kann, ne? Du hast dich verbaut. Scheiß drauf, dass du Kohle übersehen hast, aber du hast dich verbaut. Wir wollen dir ja nur helfen, weil ja. Wir wissen, dass du so Perfektionist bist. Ja. Leider ja. Ach, jetzt sehe ich den Fehler auch. Ich habe vorhin hab ich geguckt, ich denke, wo, was denn überhaupt? Ich glaube, jetzt habe ich es gesehen. Okay. Außerdem kann man das ja so noch nicht anbieten, ne? Ja, das geht gar nicht. Ja, wir sollen das nehmen. Sag mal, Mammut, wann spielst du eigentlich mal Minecraft? Das ist eine verdammt gute Frage. Und wann kommt Staffel 2? Und spielst du eigentlich noch WoW? Minecraft Hardcore wäre mal wieder schön. Wie lange das wohl gehen wird? Oh, ich bin der ersten Folge gestorben. Naja, das war's. Hey, bisher habe ich glaube ich noch keine Staffel gehabt, wo ich in der ersten Folge gestorben bin. Ach, sag die Wahrheit. Die Folge du hast einfach den Cut vorher gemacht. Psst. Nie veröffentlichte Folgen. Das wäre auch mal eine Idee, oder? Es gibt genug Material, das niemals veröffentlicht wurde. Allein schon durch irgendwelche Anmoderationen und Fassbler und all so ein Krams. Outtakes, die niemals das Licht der Welt erblicken. Aber hast du die alle aufgehoben? Einige, nicht alle. Und Outtakes sind ja mit immer die besten, ne? Ja. Da sieht man, wie es mal nicht funktioniert. Ja. Ja, aber das sieht man bei ihm doch auch so. Ja, eben. Ne, fast 5 Jahre YouTube und gerade mal 12.000 Abonnenten. Für andere einen Grund, mit YouTube aufzuhören. Gut, dass ich nicht auf andere höre. Wie würdest du dazu stehen, wenn plötzlich ein Best-of-YouTuber von dir ein Best-of erstellen würde? Ich würde es wahrscheinlich nicht mehr mitkriegen. Doch, durch uns. Ach so. Mammut, hast du schon gesehen? Da gibt's ein Best-of von dir. Oh, shit happens. Nee, also bis jetzt habe ich also nichts dergleichen entdeckt. Ich glaube, hier Quiz TV hatte mal irgendwie ein Best-of von einem Streamer zusammengestellt. Das war eigentlich ganz nett, aber. Joa. Ist halt so. Ist halt für mich persönlich eigentlich eher etwas, wo ich mir halt denke, so, da haben mehr die Zuschauer dran Spaß, als dass ich daran wirklich Spaß habe. Ja, würde ich auch sagen. Wenn ich YouTuber wäre, würde ich mich wahrscheinlich sogar geehrt fühlen, wenn man in mir ein Best-of machen würde. Komme nicht ja, mit geehrt. Richtig. Ja? Frage meine Erdkundelehrerin, die ich nicht mochte. Herr Mammut. Weißt du denn, was Ehre ist? Nö. Wurde mir zu Hause nicht beigebracht. Aber WoW hat's dir beigebracht. Mehr oder weniger. Naja, da heißt es dann Ehrenpunkte. Ne? Ja, ich mach doch kein PvP, das hallo. PvP, das macht er nicht. Das verstehe ich nicht.
Doch, da gab es ein WoW-Special, glaube ich. Ne? Psst. Ach nee, das war ein Let's Battle. Psst. Das existiert gar nicht. Ach so, okay. Es gab auch mal. Let's Battle? Ja. Wir wussten nicht, was wir machen als Let's Battle. Also habe ich mir Wexan geschnappt. Nicht Wexan, Vestas. Und habe mit ihm auf dem Privatserver mal eben schnell hier einen 80er erstellt mit PvP-Gear und ja, mach mal. Ich fand's lustig. Okay. Ach, da hättet ihr doch lustige Challenges machen können, wie der Makel der Wahnsinnige so macht. Was mir dabei in den Sinn kommt, ist die Story, wie ich in das Let's Play reinkam. Der ursprüngliche Plan war ja ein Let's Battle. Mhm. Ah! So. Das war noch Zeit. Ja. Wie, ja, klar, ich dachte, das wäre spontan. So folgte das eine auf das andere und jetzt haben wir das Malheur, ne? Plötzlich sind wir ein bisschen schwanger. Das war ein spontaner Plan, sagen wir mal so. Ja, plötzlich seid ihr schwanger. Alles im Voraus geplant, bisschen natürlich. Ein bisschen schwanger. Ja, ein bisschen schwanger, Entschuldigung. Nur ein bisschen schwanger. Nur ein bisschen. Kann ja mal passieren. Ausgerutscht. Ich brauche ein Schwert auf 1, das geht sonst gar nicht. Wenn ich die 1 drücke und ich habe dann kein Schwert in der Hand, sondern ein Stack Steine, es geht nicht. Wirfst du das halt? Ich weiß doch, wie das kommt. Ach, Ruhe da hinten. Mach den Steinschwert. Nee, ich hab ein Diamantschwert aus der Kiste genommen. Ich wollte gerade sagen, da waren doch noch Schwerter. Ist ja jetzt nicht so wie bei armen Leuten hier, ne? Rüstung sieht was schlapp aus, da war eben keine mehr, aber Schwerter waren noch da. Ja, die fresst die ja auch. Ich hab die ganz vergessen vorhin, jetzt brauch ich sie auch nicht mehr. Was, jetzt geht's Spaßes los? Wieso? Das war der erste Teil, geht für 8 Stunden der zweite Teil. Aber wie war das? 24 Stunden Session, ne? Ja, kriegen wir hin. Nicht heute. Nicht heute. Da brauche ich tatsächlich dann Vorbereitung für mich selbst. Für mein körperliches Dasein. Und mentale Vorbereitung. Und mentale Vorbereitung. Na, der Zug ist abgefahren. Na, danke auch. Ja, schmeißt Lava einmal raus, das ist gut. Gut, Mammut. Du bist ein Profi. Alle sagen, du bist gut. Ich weiß es besser. Ja, ich weiß, es hat niemand gesagt, dass ich gut bin. Ich red's mir ein. Ich bin Profi, hast einen Lenkrad. Bitte? Hast du mich deinen gekauft? Ja, ich habe einen Lenkrad gekauft. Sag ich doch. Ich bin Profi. Ich hab mir meins gekauft, wo ich mir den Fernbus-Simulator gekauft habe. Gut, dann haben wir beide zumindest uns einen Lenkrad gekauft für ein Simulationsspiel. Oh, Mammut! Oh, dreh dich mal um! Oh, Mammut! Jetzt dreh dich mal um! Oh, guck mal, was ich hier habe! Geht's dir gut? Nein, es geht mir nicht gut, ich brenne! Nur gucken, nicht anfassen! Oh. Nicht anfassen! Aber auch nicht anfassen. Wenn der Schütze sofort Schwert redet. Oh, guck mal, was ich
hier habe. Wie ruhig Mammut dann immer ist, ne? Ich kann mir so einen Blick gerade vorstellen. Plan gerade Rache. Er cheatet sich gerade die OP-Rüstung. Das wär's. Er sucht das Spawn-Ei für den Feuerofen. Oder so. Er wird wahrscheinlich jetzt alle Kisten durchsuchen. Viel Spaß, Mammut. Ja, ich hab dich auch lieb. Ganz toll. Also, wenn jemand so ruhig ist, dann geht das nie was Gutes. Darum. Ja, irgendwas ist da jetzt doch. Würde ich auch sagen. Egal was er macht oder plant, ich hoffe, ich bin weit genug weg. He has arrived. Ja. Ist auch so still. Ach ja, und wenn du irgendwas mit TNT anfangen willst, dann lass uns das irgendwie ein bisschen weiter bei den Steinwänden klären. Damit es wenigstens auch ein bisschen Sinn macht. Lass mir doch einfach arbeiten! Ich arbeite wenigstens! Das kann man von dir nicht behaupten! Lava-Tante! Sand-Tante! Nee, Sand im Getriebe ist nicht gut! Feuert so. Autsch. War ich da schon? Sorry. Nö, ich hab nur falsche Schritte. Ach, bei ihm heißt es sorry. Nein, weil ich doch da die Schluchte gebaut habe da jetzt. Mhm. Ich verstehe. Ich sammle mal den ganzen Kram ein, der hier liegt. Das ist eine gute Idee. Wenigstens einer, der was Produktives macht. Ja. Einer von den vielen. Ja, lass mich zu Ende ausreden, ja? Gut. Du. Was so schön denn? Verdammt. Finde ich auch. Was denn? Rauf und pop wieder runter. Schon von der Leiter gefallen. Ach so. Die Diamanthacken von heute halten auch nichts mehr aus. Nee. Nee, das habe ich mir auch schon gedacht. Eine Leiter im Inventar, wo kommt die denn her? Oh, Schlumpfhausen, bitte sehr. Ach, deswegen bin ich von der Leiter gefallen. Du hast die abgebaut. Ja. Nee, ich habe sie eben gerade jetzt erst abgebaut. Ja. 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 Hi.